Ja, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Infovideo. Und zwar, ich habe das Info wieder eigentlich gerade schon mal gemacht, musste allerdings nochmal machen, weil ich einige Sachen vergessen habe. So wie ich es jetzt eigentlich auch schon wieder vergessen habe. Und zwar, fangen wir erstmal an. Wenn ich nebenbei schon mal auf meinem anderen Bildschirm, das was ihr hoffentlich nicht sehen werdet. Nein, was ihr nicht sehen werdet, genau so ist das nämlich. Und zwar geht es mir um diesen Kanal hier, Walizki. Ja, Walizki ist mein allererster Kanal, den ich jemals hatte bisher. Und zwar geht es ganz einfach nur darum. Ich hatte ja vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht bezüglich, welche Spiele soll ich spielen. Und ja, da kam eben halt bei raus, dass ja, Call of Duty Modern Warfare und FIFA 12 ja doch eindeutig abgeschlagen waren vom Feld und viele doch, sag ich mal, ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, nicht traurig waren, aber schon enttäuscht, sag ich mal, dass wirklich, dass da ja eigentlich vorher schon klar war, dass diese Spiele gewählt werden würden. Und daher habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, denn mach doch mal einfach mal meinen alten Kanal, also meinen Nebenkanal, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar Walizki, wir gehen mal hier auf den Kanal rauf, wird jetzt hauptsächlich dafür da sein, um diese Nebenprojekte machen. Jetzt hätte ich ja mal vor einiger Zeit mal so ein Nebenprojekt gemacht. Und ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Also ich, auf diesem Kanal, hier ist zwar jetzt bis jetzt noch nichts fertig, jetzt sieht alles noch, sag ich einfach mal, schäbig aus. Und das wird allerdings noch gemacht. Ich hoffe mal, dass jemand das macht für mich, eventuell vielleicht kann einer von euch so einen Hintergrund machen, ich weiß es einfach nicht. Und ja, auf diesem Kanal wird dann zum Beispiel Minecraft laufen, da wird dann zum Beispiel auch, na was soll ich das, Train Simulator sollte da, wird da vielleicht wieder drauf laufen. Und also sag ich mal so alle Nebenprojekte. Allerdings, ein kleiner Nachteil ist wahrscheinlich, dass nicht jeden Tag ein Video hier kommen wird davon. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass ich, dass wirklich bloß ein Nebenkanal ist, dass ich das nur nebenbei machen werde. Und also alle zwei oder drei Tage wird wahrscheinlich ein Video in hier kommen. Ich habe allerdings auch noch vor, dass ihr Fragen stellen könnt und ich beantworte euch die mit Videoantworten eben halt. Also wie nenne ich das jetzt genau? Also es gibt Leute von euch, die mir Fragen bei Fußballmanager zum Beispiel stellen, wie ich diese Bilder dort reinbekomme, das Spiel und ja und so weiter und so fort, oder R-Factor-Mods oder für R-Factor-Mods, wie man da diese Grafiken reinbekommt, also diese ja, Anzeigen, die man immer hat, links und rechts und so weiter und so fort. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, also sowas, dass ihr mir Fragen stellen könnt, wie Entschuldigung, Wie installiert man das und das, oder wie bekommt man das ins Spiel? Zum Beispiel hatte ich ja mal sehr, sehr viele Fragen, wie bekommt man diese Kameramods in diesen in F1 rein zum Beispiel? Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, was ich machen würde. Also das findet zum Beispiel alles hier auf diesem Kanal statt, auf Walizki. Also Nebenprojekte, eure Fragen werden beantwortet hier, also die werden allerdings erst Reihe in Reihe, also nach und nach beantwortet und nicht jetzt hier sofort alle in ein Video oder sofort alle durch. Sondern ich will mir dafür auch Zeit lassen, ich will das dann vernünftig machen alles. Und es wird hier auch noch ein Let's Battle geben. Habe ich mir so gedacht, also das wird so ein kleiner Kanal eigentlich für alles. Es wird so spaßige Sachen geben, zum Beispiel ein Let's Battle. Ich habe mit Leon vor, also die PC-Aufschraube, kenne einige von euch, habe ich vor zum Beispiel ein Let's Battle ja schon mal zu machen. Hier, der Fehler, der es kann. Und die PC-Aufschraube auch genannt. Und ja, dort habt ihr eben halt die Möglichkeit, denn diese Let's Battle zum Beispiel sehen. Ich denke mal, es wird sehr unterhaltsam. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt. Jetzt wollen wir mal kurz schauen, was war denn ein anderer Punkt. Achso, meine aktuellen Projekte. Aktuelle Projekte habt ihr hier gesehen zum Beispiel. Aktuelle Projekte stimmt nicht mehr ganz überein. F1 2011, erste Saison ist bald schon vorbei. Der Koop ist noch nicht vorbei, das haben wir jetzt bei der Hälfte ungefähr. Also F1 2011, ob es eine zweite Saison gibt,
Lass ich mal bis jetzt noch ein Fragezeichen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber lasst euch überraschen. Eventuell wird es eine zweite Saison geben. Mal schauen. Ja, die Sims 2 ist im Grunde jetzt schon beendet. Gehört eigentlich unten rein. Ich werde dort jetzt mit Leon bei die Sims 3 fortsetzen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit bloß bei die Sims 3 auf das Haustier-Add-on gewartet, weil ich gerne dieses Haustier-Add-on erst haben wollte, bevor ich die Sims 3 spiele. Und das ist ja jetzt seit zwei Wochen der Fall. Ich glaube, das sind 2 Wochen ungefähr. Irgendwie Mitte, Ende Oktober, glaube ich. Und ja, Fußballmanager ist auch so gut wie vorbei. Dafür ist er jetzt ja auch FIFA 12 schon reingekommen. Seht ihr hier, FIFA 12, der dritte Part, ist hochgeladen worden. Vierte Part ist auch schon fertig. Wird morgen hochgeladen. Ah, nee, heute. Wir haben ja jetzt schon 0:02 Uhr heute. Und ja, Runaway. Ah, nicht Runaway, so. Genau, Call of Duty Modern Warfare wird auch jetzt kommen. Ich hoffe mal heute schon. Also heute am 7. November. Ich werde heute mal zu einem großen Unternehmen gehen und fragen, habt ihr denn schon Call of Duty? Wenn sie sagen, ja, dann werde ich sagen, könnte ich eins haben? Oder fragen, besser gesagt. Wenn die sagen, nein, dann gibt's Bimse. Nein, natürlich nicht. Und muss eben halt warten. Aber ich hoffe mal, dass ich es heute schon bekomme. Und ich werde vielleicht heute Abend vielleicht schon mal ein Part hochladen. Ich werde es sehen, ob ich schaffe. Wenn nicht, dann wird am Dienstag, denke ich mal, spätestens der erste Part kommen. Genau, und dann hat ja der gute Rio Cut LP. Oder für meist eigentlich bloß Rio. Ja, hier. Der hat ja mal in einem Infovideo, ich weiß gar nicht in welchem das war, ich glaube im Infovideo Nummer 5, hatte er schon mal angekündigt, dass er eventuell mit mir ein Let's Play Together Dead Island macht. Er hat Dead Island schon mal angefangen. Ich habe jetzt auch mal Dead Island angefangen zu spielen. Bin allerdings noch nicht so weit wie er. Ich muss mich da erst vorspielen, glaube ich, erst Anfang, Mitte Kapitel 2, würde ich jetzt einfach mal sagen, während er ja schon Ende Kapitel 3 ist. Ich hoffe einfach mal, ich werde das so einigermaßen hinkriegen, dass ich jetzt vielleicht die nächsten Tage vielleicht mal ein bisschen zum Spielen komme und dort an die Stelle hinkomme, wo er ist. Und dann werden wir das sicherlich gemeinsam machen. Ob wir es allerdings gemeinsam hochladen, weiß ich noch nicht. Weil das Rennen ja doch immer recht viel Zeit in Anspruch nimmt. Und naja. Ja, R-Factor Mods. R-Factor Mods war ja auch, wurde der gewählt, wo habe ich noch mit reingenommen. Die R-Factor Mods werden auf den Hauptkanal bleiben. Ah, da kommt auf meinen Kanal. So. Und ja, die Effektor-Mods werden allerdings immer nur am Wochenende kommen, am Sonntag. Weil das dann so ein etwas längeres Spezial ist. Also, das ist nicht einfach so jetzt hier 5 Minuten. Oh, guck mal, hier Mod, die fahre ich jetzt einfach mal. Nein, sowas wird es nicht sein. Also, ich werde sie schon wirklich testen. Ich werde ausführlich was machen zu. Also, kann sein, dass ein Video von einer halben Stunde wird oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde es einfach sehen. War das alles? Ja, das war's eigentlich. Zumindest mit den Kanälen. Das nächste ist, ihr habt ja auch noch abgestimmt, was ihr haben wolltet. Facebook oder Skype? War ja eigentlich doch ziemlich knapp, glaube ich, 2 Stimmen oder 3 Stimmen war es, glaube ich, auseinander. Jetzt kann ich ja mal hier in den zweiten Bildschirm reinholen. Ha! Facebook. Ja, ihr findet mich unter Walitzki LP. Seht ihr hier? Walitzki LP. 13 Leuten hat er. Gefällt das schon. Und ja, kann sein, dass ihr noch einen zweiten Walitzki LP findet. Da lief es damals nicht ganz so rund. Ihr müsst auf den gehen, wo dann steht: Hi Leute, herzlich willkommen auf meiner Facebook-Fanpage. Bei dem anderen steht irgendwas anderes da drin. Hier werde ich über die neuesten Themen zu meinen Let's Plays informiert. Ich werde eben halt auch was mehr posten. An die Pinnwand, ich weiß gar nicht, ob hier schon was an der Pinnwand steht. Ne, hier steht noch nichts an der Pinnwand. Auf jeden Fall wird denn da einige stehen. Ich hoffe mal, dass ich das mal so ein bisschen hinkriege. Genau, genau. Und ja. Allerdings habe ich noch eine kleine Überraschung für einige andere Leute. Und zwar, schieb mal kurz wieder weg aus dem Bildschirm. Ich kann das ja. Und hol das mal, das andere mal in den anderen Kanal rein. Boom. Ja, ich habe mir jetzt auch noch einmal einen Skype-Account für euch gemacht. Das sind für die Leute, die gerne Skype haben wollten. Geht einfach bei Skype und der User-Suche und dann einfach Walitzki LP eingeben. Dann solltet ihr mich finden. Es wird allerdings so sein, dass ich wahrscheinlich nicht die ganze Zeit online sein werde, sondern vielleicht, sag ich mal so, ich versuche es vielleicht so hinzukriegen, dass ich jeden Tag vielleicht 1 Stunde in diesem Skype-Konto online bin. Vielleicht auch länger, vielleicht lasse ich das über das Notebook laufen oder so.
Ich weiß noch nicht. Lass euch auf jeden Fall überraschen. Falls ich irgendwelche festen Zeiten geplant habe, wann ich denn dort zu finden sei und so weiter und so fort, werdet ihr erst natürlich als Information bekommen. Ja, also nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Nebenprojekte wie Minecraft, Train Simulator, Let's Battle oder lustige Sachen, keine Ahnung, was weiß ich, werdet ihr auf Walitzki finden, auf dem Kanal Walitzki, einfach ohne LP, Walitzki. Und ja, wenn euch das zusagt, könnt ihr meinetwegen gerne den Kanal abonnieren, müsst es allerdings nicht. Es ist eure Entscheidung, was ihr machen möchtet. Ja, Facebook und Skype ist beides vorhanden. Und ja, mit diesen drei Themen eigentlich, der Kanal, Facebook und Skype, lasse ich euch jetzt alleine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem Let's Play sicherlich. Ich denke mal FIFA morgen auf jeden Fall. Und bis dann. Ciao, ciao.